Jahr 1492 entdeckte der Seefahrer Christoph Kolumbus Amerika. Mit diesen ersten großen Entdeckungsfahrten begann, was man heute Kolonialismus nennt. Europäische Großmächte, darunter vor allem Spanien und Portugal, aber auch die Niederlande, Großbritannien und Frankreich, eroberten und besiedelten fremde Länder und machten sie zu ihren Kolonien, also zu politisch und wirtschaftlich abhängigen Gebieten. Vor allem auf die wertvollen Rohstoffe wie Edelsteine und Gewürze hatten es die Europäer abgesehen. Außerdem wollten sie ihre politischen Einflussgebiete erweitern. Im Kampf der Europäer um die besten Kolonien begann ab 1880 der sogenannte Wettlauf um Afrika. Auch das Deutsche Kaiserreich verlangte seinen Platz an der Sonne. Im Jahr 1884 wurde das Gebiet der heutigen Republik Namibia deshalb zum Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika erklärt. Die Menschen, die bereits zuvor hier gelebt hatten, mussten nun unter der Herrschaft der deutschen Kolonialherren leiden. Das halbnomadische Volk der Herero beispielsweise verlor durch den Ausbruch der Rinderpest sein Vieh und damit seine wichtigste Lebensgrundlage. Dazu kam der Landkauf durch deutsche Siedler, sodass die Herero kaum noch in der Lage waren, sich selbst zu versorgen. Nach und nach wurden sie immer abhängiger von den Kolonialherren. Doch diese behandelten die Herero schlecht. Vor allem Frauen und Mädchen hatten unter ständigen Übergriffen zu leiden. Die Herero verloren nicht nur ihr Land und ihr Vieh, sondern auch ihre Identität. Im Januar 1904 wollten die Herero die unerträglichen Lebensbedingungen nicht länger hinnehmen. Sie überfielen die Farmen deutscher Siedler und töteten deren Besitzer. Der Herero-Aufstand hatte begonnen. Zunächst sah es tatsächlich so aus, als ob die gut ausgerüsteten Herero die Kolonialherren vertreiben könnten. Doch das Kaiserreich schickte den berüchtigten Generalleutnant Lothar von Trotha in die Kolonie und das Blatt begann sich zu wenden. Am 11. August 1904, 7 Monate nach dem Beginn des Aufstands, kam es am Waterberg zur alles entscheidenden Schlacht zwischen den Herero und der deutschen Schutztruppe. Die Herero verloren die Schlacht, als einziger Ausweg blieb ihnen die Flucht in die Omaheke-Wüste. Am 2. Oktober 1904 befahl von Trotha seinen Soldaten, alle überlebenden Herero zu erschießen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf. Treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lass auf sie schießen. Das sind meine Worte an das Volk der Herero. Die Besetzung strategisch wichtiger Orte verhinderte, dass die Herero der Wüste entkommen konnten. Damit verantwortete von Trotha den Tod von tausenden Menschen, die in der lebensfeindlichen Wüstenlandschaft elendig verhungerten und verdursteten. Auch das Volk der Nama, das sich zunächst auf die Seite der deutschen Schutztruppe gestellt und diese teilweise im Kampf gegen die Herero unterstützt hatte, bekam es mit der Angst zu tun. Sie mussten nun selbst befürchten, der Vernichtungswut des deutschen Schutztruppenkommandanten ausgeliefert zu sein. Nach lang andauernden Kämpfen gewann schließlich auch hier die deutsche Schutztruppe die Oberhand. Die verbliebenen Herero- und Nama-Siedlungen wurden aufgelöst, die Überlebenden in sogenannte Konzentrationslager verschleppt. Vor allem das Lager auf der Haifischinsel wurde wegen der schwierigen klimatischen Verhältnisse, der schlechten Versorgungslage und der verordneten Zwangsarbeit zur Todesfalle. Bis zum Jahr 1908 waren die Aufstände der Herero und Nama vollständig niedergeschlagen. Rund 80% der Herero und 50% der Nama waren ums Leben gekommen. Insgesamt rund 80.000 Menschen. Bis heute trauern die Herero und Nama um die zahlreichen Opfer des Völkermords und gedenken in jährlichen Festakten ihrer verstorbenen Vorfahren. Für sie und für viele Historiker steht fest, die Verbrechen an den Herero und Nama waren der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Created using Powtoon.